Wieder 88 Bauern, dann gibt es hier bestimmt auch nochmal einen Schwung. Und ich weiß nicht, ob ich Kläuschen vielleicht auch mal ein bisschen was beibringen lassen sollte. Ob der mit in die nächste Kampagne kommt. Es ist ja keine solche Kampagnenbeschreibung, wie wir sie damals in Heroes 3 hatten. Wo gesagt wurde, Mensch, wenn du 7 Helden hast, kannst du sie gerne mit in das nächste Szenario nehmen. Die 7 besten Helden kommen mit und der ganze Weg hier hinten hin war völlig umsonst. Das heißt, das ganze Gebiet beschränkt sich jetzt nur noch auf dieses kleine Stückchen und dann ist Schluss. Ist unser Auftrag denn vielleicht nur, die Inferno-Leute zu töten? Die Nekropolis-Leute? Hier ist ja auch noch einer aus der Nekropolis. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, wie diese Todesliche kämpfen. Ob die nochmal ein Zacken schärfer sind. Oder ob wir ihnen zeigen können, was eine Hake ist. Oder ein Bisu. Was Zimt so alles drauf hat. So, sehr schön. Hol ihn dir. Ah je, dich muss ich auch mal aufstufen. Pause. Kampf beginnen. Nicht alle Kreaturen stehen auf dem Schlachtfeld. Wollt ihr den Kampf tatsächlich beginnen? Nee. Wer steht denn nicht auf dem Schlachtfeld? Ach, ihr. So. Geht schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ihr könnt die sogar schon angreifen. Ja, mach mal. Wow. Alle 49. Gott, sind die geil. Okay. Nehme ich zur Kenntnis. Gefällt mir, ja. Hier gibt es bestimmt wieder Moral. Moral brauche ich nicht. Ach, Unglück. Naja, gut. Oh, hier hinten geht es doch nochmal ein bisschen weitläufiger nach rechts oben. Das ist natürlich nicht so schön. Aber auch in Ordnung. Wer seid ihr denn? Erzteufel? Okay, da speichern wir jetzt einfach mal ab. Das ist mir nicht geheuer. LP02. Das erste Mal, dass ich einen neuen Spielstand anlege. Erzteufel. Nein. Wir sind schon so weit in diesem Spiel, dass wir gegen 6 Erzteufel kämpfen müssen. Ihr kommt sogar bis nach da vorne, aber weiter auch nicht. Also bleibe ich mal hinten. Genau, die sind auch sehr, sehr vorsichtig. Einer weniger, einer weniger. Zwei weniger. Einer weniger. Ui, wir kriegen die richtig gut kaputt. Einen Reiter verloren. Ansonsten war es ein sehr, sehr schöner Kampf. Über 1800 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Und hier hinten können wir sogar im Dämonenturm Leute rekrutieren. Wahnsinn. Achso. Da waren wir bereits. Können wir noch etwas bauen? Höchstens das Übungsgelände, was noch 5 Erz benötigt. Ja, gut, bauen wir jetzt einfach mal aus, weil wir es können. Übungsgelände. Und dann wird Klaus auch in der nächsten Woche endlich mal die Leute zu ihr nach oben bringen. Das ist mir auch nochmal ein dringendes Bedürfnis. Nein, ganz so wollte ich das nicht. So wollte ich das haben. Gut. Militärakademie. Die Militärakademie unterstützt die besondere Befähigung Ausbildung und senkt die Kosten der Ausbildung um 40%. In diesem Gebäude können nur 20 Kreaturen pro Woche ausgebildet werden. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was diese Ausbildung, was das mit der Ausbildung auf sich hat. Ausbildung. Also so ganz erläutert sich mir das nicht hier. Wo ist die Militärakademie? Das ist der Orden der Paladine mit dem Turnierplatz unten, genau.
Das ist die Garnison. Scharfschützenturm. Kapitol. Es war doch hier oben, oder nicht? Das Teil. Mit diesem Gebäude können nur 7 Kreaturen pro Woche ausgebildet werden. Gebäude wurde bereits gebaut. Es hängt ziemlich tief, irgendwo weiter unten. Da. Übungsgelände. Tja, vielleicht kriegen wir einfach bloß 7 Kreaturen mehr die Woche. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. So, Kläuschen. Ab nach unten, du musst ihr neue Leute holen. Denn wir haben gemerkt, wir müssen auch gegen Erzteufel kämpfen und das wird nicht leicht. Nun möchte ich aber mal wissen, wo der Gegner sein Territorium hat. Neue Leute werden wir hier nicht rekrutieren. Die nehmen wir auch nicht mit. Und das war's. Ach Gott. Dafür bin ich jetzt hier nach hinten geritten. Woche des Kaninchens. Sehr schön. Okay, du darfst also nach Hause reiten, darfst dann unterwegs noch die hier mitnehmen. 60 Stück. Ausgezeichnet. Das ist natürlich eine Menge. Und dann darfst du zu Hause die neuen Leute rekrutieren und sie der guten Isabel bringen. Ja, hü. Einmal aufstufen. Sehr gut. Dann brauchen wir neue Leute. Wunderbar. Alles eingesackt und auf geht's zu Isabel. Oder haben wir hier unten noch irgendwelche Monster, die ich eventuell übersehen habe? Nö. Nur die Todesliche, die hier noch am Berg stehen. Ist auch nichts weiter. Manchmal sehe ich auch nicht durch. Aber im Moment sehe ich nicht mal Monster. Da brauche ich auch nicht durchzusehen, oder? Nö, ist nichts weiter da. Das heißt, wir können noch einmal die Mühle besuchen und dann von links aus zu Isabel hinzustoßen. Da haben wir wieder Vampire und hier sieht es so aus, als wenn wir wieder irgendwelche Erzteufel oder sowas haben. Gefällt mir nicht. Gut, die Vampire wollen kämpfen, sollen sie doch. Auf geht's. Ja, wir warten. Wir haben jede Menge Zeit, alles ist gut. Oh, das war sehr beeindruckend. Du bist ein Vampirfürst. Und du, ein Vampir. Okay, Häuschen. Ihr seid 100 Junker, ihr kriegt die kaputt. Sehr gut. Häuschen. Häuschen. Auf den da. Alle 14, sehr gut. Der kommt jetzt natürlich an den Junker ran. Das ist doof, aber da muss der Junker jetzt einfach mal durch. Dafür hauen wir noch ein paar davon weg. Und dann hat der Junker nicht allzu viele Probleme. Einer gerade mal kaputt gegangen und er hat sich wieder regeneriert. Null auferstanden, na dann ist gut. Sehr schön, das war's. Eine Schatztruhe mit Erfahrungspunkte. Gold gibt's ebenfalls dazu. Und dann reiten wir nach links. Hier oben sehe ich schon wieder neue Kristalle und sowas. Aber auch hier geht's wieder nicht weiter. Wir müssen doch tatsächlich da hinten hin.
Wo ist das, was wir brauchen? So, nächste Runde. Sind wir fast bei der Mühle. Isabel, du wirst mal den einfach sein lassen und wirst mal gucken, was da hinten noch so ist. Kommen wir sogar rum, sehr gut. Da haben wir noch eine Mühle. Und den Vampir, genau, den hatten wir schon das letzte Mal gesehen, als wir hier hinten auf der Ecke waren. Gut, Kläuschen. 4 Edelsteine, auch in Ordnung. Und dann gib ihr mal... Ist das nicht so rum kürzer? Natürlich. Sie wird sich um die Pestzombies kümmern und dann gibst du ihr oben die Leute. Ich habe die erst gar nicht gesehen. So, auf geht's. Neue Runde. Pause, Pause. Pause. Okay, wenn das erstmal losgeht mit Inquisitoren und mit Engeln, dann ist das noch eine ganz andere Sache. Aber wir sind ja jetzt noch völlig am Anfang und irgendwie geht's überhaupt nicht voran. Sehr gut. Was ist das hier? Sturzangriff. Ja, toll. Weg ist er. Unser Greif hat sich verkrümelt. Der kommt so schnell auch nicht wieder. Ganz viele Pausen. Oh! Da ist er ja wieder. Isabel gewinnt den Kampf. Meine Güte, habe ich noch nicht ausprobiert. Ist eine sehr nette Sache. Vor allem auch sehr, sehr interessant. Pause. Lasst sie erstmal näher kommen, sind eh bloß 18. Ganz normale Vampire. Wenn ich da hingehe, kommt der auch. Ich warte mal, bis der seine Runde beendet hat. Na also. Alle 16. Pause. Na, du kommst nicht ran. Aber dieser Sturmangriff ist vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Idee, gerade wenn der Gegner sich irgendwo in der Burg verschanzt hat. Denn ihr habt ja gesehen, der war außerhalb der Reichweite und trotzdem hat der Greif ihn erreicht. Erste Hilfe, nee, meisterliches Kriegsgerät, dankeschön. Kläuschen, auf nach oben. Gib ihr die paar Hansel, die du hast. Sie freut sich bestimmt darüber, nimmt noch schnell die Ressourcen mit. Da hinten kamen wir nicht hin. Oder? Nö. Edelsteine. Gold. Gold. Erfahrungspunkte. Achso, dürfen wir gar nicht mehr. Oh, sie ist perfekt ausgebildet. Alles, was an Erfahrungspunkten reinkommt, müsste eigentlich an Kläuschen gehen. Halt, du sollst jetzt da oben hoch, während Kläuschen dir aber vorher die Leute gibt. 114, 105. 8 davon, 20 davon. 600. Boah. Ihr seid doch des Wahnsinns. 1110. Genial. Echt Hammer. Die nehmen wir aber wieder mit. Dann ist wieder Platz für neue Leute. Und die hier bleiben jetzt erstmal bei dir, weil die doch ganz gut sind. Gut, Kläuschen, ab nach Hause. Und du guckst jetzt mal, was hier oben ist. Oh, greifen. Ziehen lassen. Höchste erlaubte Erfahrungsstufe bekommen. Edelsteinmine, Edelsteine. Nein, genial. Woche der Tauben.
Was seid ihr? Ah, ziehen lassen. 27 Liche, die haben doch keine Chance gegen unsere ganzen Reiter, die wir aufbieten können. Nicht genug Bewegungspunkte, du reitest nach Hause. Ja, und ich kann euch versprechen, dass die nächste Folge wohl die letzte sein wird in diesem Szenario. Ich mache jetzt bloß erstmal eine kleine Pause, weil 4 Folgen am Stück ohne Kaffee ist ein No-Go. Also, bis nachher. Ah, ich habe was vergessen. Hier ist noch was. Nein. Okay, bis gleich.